Ja, wir sind immer noch am selben Strand wie im Film vorher. Und hier darf man auch höchstwahrscheinlich wohnen, aber das sind nur die Leute, die hier einen vielleicht verköstigen oder irgendwas oder drüben bei der Viehzucht wohnen. Sonst ist nämlich überall Schilder da, Campen verboten. Sieht alles Wild West aus, wie ich schon gesagt habe, wie in der Südsee am einen Südseestrand. Da findet man auch so Bretterbuden oder Steinhäuser, was man eben zur Hand hat. Das wird hier verbaut. Sehr schöner Strand hier. Ja, und am Wochenende ist hier bestimmt riesen Halligalli, weil so viele Leute hierher kommen. Sonst ein sehr schöner Ausblick. Klare Luft. Macht's gut, ihr Lieben.